Ich bin ein Narr. Holt mich hier raus. Für Mai 2012. Bevor ich meine Rede vergesse, möchte ich vorher noch etwas zu den Wahlen sagen, die ja am 13.05., wie ihr wisst, sind. Ne? Der neue Landtag wird gewählt. Und da fällt mir nur eines ein. Unter den Blinden ist der Einäugige manchmal König. Also, ich habe einen Kumpel. Ja, und Beobachter meiner künstlerischen Aktivitäten hier in Gelsenkirchen, der genau wie ich Gelsenkirchen kaum einmal verlassen hat und auch versucht, hier so seinen künstlerischen Beitrag für diese Stadt, diese unsere Stadt, zu leisten. Und der hat gesagt, aber kannst du nicht mal was zu John Lennon machen? Das ist doch auch nur eine Monatskolumne wert, oder nicht? Ja, habe ich ihm gesagt, natürlich ist das eine Monatskolumne wert. Aber ist auch verdammt schwierig, so den Ariadne-Faden von John Lennon zu Gelsenkirchen zu spannen. Ne? Ja, und auch für Mai 2012 war das auch nicht so anders. Ne? Also John Lennon ist nie in Gelsenkirchen aufgetreten. Ja? 2012 gibt es auch kein besonderes Jubiläum oder so. Und seine literarischen und musikalischen Beiträge werden wir auch nicht auf dem Blind Date Festival hören. Also, es war schwierig, aber auf einmal, da war er da, der Moment, wo die Kuh das Wasser lässt. Und John Lennon kam unter meiner Narrenkappe hervor. Morden, morden, nur nicht heute, hat er geschrieben und sich als Wortakrobat versucht, unter anderem auch festgestellt, dass keine Fliegen auf Frank sitzen. Etwa 1980, bei einer Lesung, heute würde man sagen Poetry Slam, ja, wurden die ersten Texte Lennens einem erlesenen Kreis von Gelsenkirchener Bürgern in der Pappschachtel in Buhr vorgetragen. Ja, es muss so um seine Ermordung rum gewesen sein. Vielleicht war die Pappschachtel auch schon abgebrannt, ich weiß das nicht mehr. Bitte verzeiht einem zeitlosen Narren, dass er da sich nicht mehr so genau erinnert. Ja. Das Leben ist gefährlich. Das weiß auch ein junger Narr und ein alter. Man kann der Himmel auf den Kopf fallen oder ein Schießwütiger ballert einen direkt vor seiner Wohnung über den Haufen. Lennon wurde 40. 40 Jahre alt. Und damit hat er sich nicht unbedingt in den Kreis eintragen können, die mit 27 schon den Weg in die materielle Nicht-Existenz angetreten sind. Einer seiner Texte, die mir noch im Gedächtnis geblieben sind, war übertitelt mit Da kannst du lange fragen. Und die folgenden Zeilen hat er nicht bei seinem 7-tägigen Bed-in in Amsterdam geschrieben. Nein, nein. Warum, hat er geschrieben, warum haben sich Pepsodent de Kohl und Dogge Arthrosenhauer so angefreundet? Warum haben Pfarrer Dieba und Schar Resus Palava Pressedung Lüpfke auf den Sattler gehetzt? Warum wollte Sepp Berserker seinem Mannschaftskapitän die Entlastung nicht erteilen? Da kannst du lange fragen. John Lennon war ein Mensch, so sagt wenigstens Wikipedia, der viele Fragen gestellt und die Antworten im Alkohol, bei den Drogen und den Frauen gesucht hat. So war nicht seine Fahrt nach Indien, sein Bad im Ganges für sein weiteres Leben entscheidend, sondern sein Zusammentreffen mit der japanischen Künstlerin Yoko Ono in New York. Damals war er bei den Beatles schon ausgestiegen und wenn ich heute seine Lieder höre, dann denke ich drüber nach, was ich damals so gemacht habe, als seine Platten zum ersten Mal aufgelegt wurden. Ne? Und was er wohl heute über sein Schaffen denkt, wenn er da oben auf Wolke 7 auf die Erde runter sieht. Ja. Ja. Vielleicht sagt er auch, der Tod ist was total Entspanntes. Ja? Kein Termindruck, kein Stress mit Nachbarn, mit Kollegen, keine Hatz nach dem Geld. Ja? Aber auch keine Bäume umarmen, keine Blumen riechen, ja? Kein Pilz vor 4. Und kein Schlussapplaus. In Indien
In Indien wird ihm auch der Begriff des Karma begegnet sein. Jeder hat seinen Plan, mit dem er zur Erde kommt, sagen sie da, und arbeitet dann mit allen Konsequenzen daran und schafft sich einen neuen Rucksack für das nächste Leben. Nehmt das Leben nicht so schwer, sagen die asiatischen Glaubensvertreter. Ist doch alles Maya, Schein. Die sinnlich erfahrbaren Eindrücke stellen nur das Äußere des Wirklichen dar. Ja, so glauben und lehren die Sinnforscher in den tibetanischen Bergen und am Ganges. Ob er auch so daran gedacht hat, so geglaubt hat und gelebt, der John Winston? Ja, wenn ja, dann wird er seinen Tod ja nicht als unerwarteten Schicksalsschlag auffassen, sondern als Erfüllung eines Planes, geschmiedet in den Weiten des Kosmos. Hey, dass ihr bloß nicht auf die Idee kommt, mir bei meinem nächsten Auftritt die Hucke voll zu hauen, nur weil ihr glaubt, ihr könntet so euer Karma abarbeiten. Ha? Nein, nein. Aber stimmt schon, in Lenz Welt kann man sich gut in diesen philosophischen Gedankenbeuten verlaufen. Da wird sogar dem Narren ein bisschen schwindelig bei so viel Geist. Und die anders denken, also die Aufgeweckten unter euch, wissen, dass ich damit nicht den Verstand meine. Ne? Ja, denn wenn es darum ginge, dann wären wir alle Einsteins. Und jeder 10-jährige Bengel will schon mit dir diskutieren, ja, und hat auf keinen Respekt mehr vor der Erfahrung des Alters. Und was lernt der neugierige Gaukler daraus? Früher waren die Menschen schlau. Heute haben sie Verstand. Hey, der Satz könnte ja von meiner Oma stammen, ne? Naja, meine Oma, die bereitet sich auch schon da oben auf ihr zukünftiges neues Leben vor. Ja, wenn die Wolke 7 für die Künstler ist, dann wird meine Oma auf Wolke 3 sitzen, weil das war ihre Lieblingszahl. Und dort sitzt sie jetzt und denkt vielleicht darüber nach, ob sie nochmal als Frau zur Erde kommt. Wie vielleicht John Winston Lenn. Ob er sich wohl noch an seine Kurzgeschichte erinnert, das Fettgewächs auf Eric Herbel? Eines fetten Morgens erwachte Eric Herbel mit einem abnormalen Fettgewächs direkt auf seinem Kopf. Oh Bimmelzerbott, sagte Eric Herbel etwas sehr, sehr erstaunt. Doch benahm er sich jedenfalls wie bewohnt, denn weshalb sollte er sich grämen? Auf einmal hörte er ein dünnes kleines Stimmchen, das ihn beim Namen rief. Eric Herbel. Obwohl ich das nicht beschwören könnte. Erik, ich bin dein Fettgewächs. Auf deinem Kopf, hilf mir, Erik. Bald war Erik seinem Freund Fettgewächs sehr zugetan. Sag grin zu mir, sagte das Fettgewächs. Das war es auch. Sag Erik zu mir, sagte Erik so ungezwungen wie möglich. Seitdem sah man Erik nie mehr ohne das fette, große Fettgewächs auf seinem Kopf. Und deshalb verlor Eric Herbel seine Stellung als Feistanzlehrer für spastische Knaben. Wir wollen keinen Krüppel als Lehrer für unsere Jungs, sagte der Schuldirektor. Naja, gut. Ich weiß nicht, was ihr zu dieser Geschichte sagt. Also da höre ich mir lieber Give Peace a Chance von der Plastic Ono Band an. Oder ein Lied zum Mai. Ja, von Hugo von Hofmannsthal. Der Kuckuck und der Esel, die hatten einen Streit. Wer wohl am besten singe, zur schönen Maienzeit. Der Kuckuck sprach, das kann ich, und hub gleich an zu schreien. Ich aber kann es besser, fiel gleich der Esel ein. Das klang so schön und lieblich, so schön von fern und nah. Sie sangen alle beide, Kuckuck, Kuckuck,
Ah, sie sangen alle beide Kuckuckuckuck. Ah.